Ja, ich hab schon vergessen. Nein, ich hab schon jemanden als Kommentar gehört, das ist so Kirby-artig. Kirby. Ja, ich hab früher immer Kirby gesagt. Echt? Kann er nicht angreifen. Ich glaube ich auch. Ich hab früher immer Kirby und Chibi verwechselt. Chibi? Ja. Ich hoffe ja, das Mädchen bei dem Comic, das Haargummi, das Warte, das ist jetzt was Interessantes für mich, weil das geht um meinen Comic. Kann ich so lesen, weil... Ja. Ich hoffe ja, dass das Mädchen bei dem Comic das Haargummi nicht stiehlt. Ach so, dass Reiko den Haargummi nicht stiehlt. Hey, guck. Wow, noch ein Walross. Nimm das. Das ist schlimm. Aber nimm das nicht, den hat er so geworfen. Von dem Bär und den doofen Vogel. Hey. Der hat ja wirklich geschimpft. Ja. Der hat ja wirklich keinen Respekt. Ich meine, ist jetzt weg? Ja, ist jetzt da reingekommen. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe mal bei einem Kommentar gelesen, dass es so Kirby-artig anhört. Ja, es hört sich ur-Kirby-artig an. Findest du nicht? Ja, schon. Aber es ist von... Hi Kumpel, schau doch im Wurzelsöhle ruhig ein wenig um. Also ich dachte, du sagst, es ist von Hi Buffy am Yumi. Wo ist es jetzt? Auch von Pokémon Mystery Dungeon. Ach, wow, das ist die Beta-Musik, die Unused-Musik und die... Wieso haben sie die Beta-Unused? Das ist die beste Musik, die ich je gehört habe. Ich weiß. Es gibt sogar eine zweite Variation. Vielleicht übertrifft das sogar noch Pretty Cure. Ja. Schau, da ist eins von den legendären. Sehr gut. Wir haben ja gar nicht. Wir haben drei schon. Gegensätze ziehen sich an. So ist es. Wer kennt den Spruch? Dominik, der schreibt, wenn am Montag Banjo gespielt wird, obwohl ich nicht komme, dann ist... Darf bin ich beleidigt. Steht da nicht, darf bin ich beleidigt? Ja. Dann darf er beleidigt sein. Ach so. Aber nein, ich will nicht... Hey, was ist das? Das ist doch Mumbo, oder? Das ist ein Teufelchen. Das ist ein Teufelchen, wie komme ich jetzt darauf? Ja, da musst du Banjo sein. Ach, dann ärgert sich der ja wieder. Ja, jetzt ist er im Haus drinnen. Also wird es sich... Jetzt ist der... Wahrscheinlich ist das so ein Bosskampf dann. Na, bist du glücklich, du Penner? Bank. Aber es gab noch eine andere Variation eines Beta-Musiks. Sie ist leider auch unused. Stecke ihn sofort wieder an, bevor mich jemand. Okay. Ja, weil das, schau, das, du könntest mir schon ein bisschen Kabel geben. Auch. Das ist ja auch unter dem Mikrofon-Dings. Ja, das ist schon mal der erste Fehler. Gelegt worden. Also, was wollte ich sagen? Wow! Ja, es gab noch ein Unused Mystery Dungeon Musik, das sich auch irgendwie Kirby-artig anhört. Echt? Ja, die habe cool. ich nicht da. Jetzt muss ich das Rennen. Es gibt auch so eine urcoole Kirby-Musik, zumindest glaube ich, dass die von Kirby ist. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich weiß noch nicht mal, wie sie geht. Ich weiß nur, dass es noch eine gute gab. Achtung, jetzt geht's ab. Von Powermal-Pinsel. Wow. Ich weiß es nicht. Wieso hat es gute Musik? Nein, aber der Titel ist irgendwie so. Ja. Ist das nicht zufällig von Mars Attack oder so? Nein. Ich rate jetzt alle Kirby-Spiele. Ich weiß es ja selber nicht. Ich weiß nicht mal, wie das Lied gegangen ist. Aber ich werde mich dann umschauen. Ich gebe einfach ein Top 10 Kirby-Lieder, weil da muss das schon dabei sein. Ja. Ja. Hey, ist im Chat doch viel passiert, Anjo, du bist der Nächste. Was? Ich spiele gerade. Achso. Okay. Obwohl ich nicht kommen darf, soll das heißen. Was? Bitte die Satzbausteine nicht vertauschen. Ja, ich. Bei welchen? Dem vorigen Kommentar. Achso, also war Kramit Kai. Er hat die Ironie nicht gehört. Achso. Okay. Die Lego-Kiste umgeschmissen. Und den Tipp haben sie gekonnt überspringen, Streamer. Was? Welcher Tipp? Was? Bitte? Ich hab doch... Was hab ich denn getan? Du müsst mir schon die Kollege Varus, muss aber rennen, dann hüpf auf den Schlitten. Echt? War ein Tipp? Warte, jetzt muss ich jetzt... Gut, ein Tipp gibt es super. Ja pro Stream. Jetzt musst du nur noch den Schlitten durch den roten Saunenstangen lenken. Und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los! Ich höre, der Tipp von Floris ist, der ist aber ziemlich direkter Tipp. Der ist jetzt nicht so überfällig. Das egal. Da steht jetzt genau, was du tun musst. Soll ich es vorlesen? Ja. Okay. Du musst den Weihnachtsbaum einschalten und dann durch den Stern fliegen. Oh, okay. Das wird wie kann man aufwärts rodeln? Wie kann man aufwärts rodeln? Das. Wow, hey. Ich hoffe, er schlägt dich jetzt nicht. Jetzt kann Turbo-Taste. Doch, wenn du springst, bist du schneller. Ja, ja. Ja, du warst gerade uraufgeholt, weil du gesprungen bist. Ciao. Wow. Na, das wird schneller.
Oh, der Bär macht das aber ziemlich elegant. Und dann plötzlich ein fataler Unfall. Ein Unfall. Das ist schon aber gefährlich, was die da... Wow! Ja, da kommt schon der Unfall! Nein. Das war der Unfall, ja. Ja. Das ist wirklich ein Mumbo. Das erinnert mich so an die Rennung von Jack 2. Wer ist Floris? Ja, das... Das ist unser... Ja, wir wissen ja ganz genau, dass du das bist. Ja. Nein, Spaß. Das war... Na los, meine Oma ist ja... Ups, ich hab die Stimme vertauscht. Schneller als du. Der Floris war einer der ersten Stream-Zuseher von uns. Hey, Mumbo. Mumbo geht vor. Aber... Wie die Musik schneller wird. Oh je. Yeah. Nicht übel, kleiner. Doch etwas Übung könnte nichts schaden. Naja, jetzt schlägt er dich. Oh, was? Nein! Jetzt stirbt er. Ja, er stirbt wirklich. Ich fühle mich. Dominik. Ach so. Ja, wir dürfen das jetzt nicht vorlesen, Dominik, weil. Das ist sonst meine Bier. Nein, Spaß. Ja, aber es dürfen ja keine Schimpfwörter hier gesagt werden. Das ist eine der wichtigsten BB-Regeln. Aber Dominik, wir machen doch nur Spaß, wir machen doch nur einen Spaß. Ach, Unfall. Ich frage mich beim BB 18 Plus, darf man das Schimpfwort dafür nehmen? Nein. Okay, das macht Sinn. Fall. Okay. Oh hey! Weil das Format wird sich eh erst in Bayern etablieren. Ja, genau. Ja. Wer kennt vielleicht die Show? Verstehen Sie Spaß? Ja! Echt? Ist das nicht mit Hakan? Ja! Wer ist das? Echt? Irgendeine Hauptfigur. Ja, super! Wer kennt vielleicht die Serie? Na, verstehen Sie Spaß? Nein. Die Werbung, wenn Sie im Leben viele Hauptrollen spielen, dann greifen Sie zu L'Oreal. Nein, ich kenn's nicht. Echt nicht? Ich finde die Werbung aber ziemlich cool. Naja. Sollte am Montag tatsächlich wer kommen, kann das nur ein Zufall sein. Stimmt. Ich werde ständig vergessen, ich bin auch ein Pokémon. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, Bruder. Das ist deine Belohnung, Eide. Ich suche mir eine schwächere Gegner, Eide. Super. Also ein echter Bär. Übrigens, on Garn. Oh, jetzt kriege ich mein Fett weg. Es ist ja klar, dass ich mit kommen, meine, dass jemand so viel schreibt wie ich und nicht einfach nur Hi und dann nicht mehr und dann nix mehr. Das war aber nicht abgekürzt. Aber ich werde ständig ausgelassen. Jetzt ist es das. Oh. Nein, ja, also ich hoffe... Jetzt ein Thema über mich. Ich hoffe einfach, dass jemand kommt. Ja, schau, wir spielen einfach am Montag und wenn jemand kommt, ist gut und wenn nicht, dann auch. Ich rede von einem fremden Zuschauer. Das Pokémon gilt nicht. Ach so. Ja, immer die Pokémon gelten nicht. Disqualifiziert. Da kann man auch fliegen. Warum soll kein Mensch nicht fliegen? Die Robbe kann nicht fliegen. Ja, die Robbe nicht, aber der Bär. Ach so, du meinst Dancho. Ja, die Robbe kann nicht mal angreifen. Gibt's... Warte, was war der Tipp jetzt? Ah ja, den Einschalten. Hey, der erinnert mich an Tabaluga, der böse Mann. Ja, wie der Frosttyp. Ja, genau. Der ist gar nicht Frosttyp, der ist irgendwie ganz anders. Kommt der Bär jetzt nach Hause? Ich habe jetzt. Ja, ich denke schon. Ich habe jetzt echt Lust auf ein Tabaluga-Brot. Ja, das ist urlecker. Ja. Da ist so Schoko drinnen. Ich glaube, es ist Nutella. Naja. Naja, wenn er sich einbildet, dass wegen mir keiner kommt in den Stream, muss ich ihm das Gegenteil beweisen. Ja. Hä? Aber. Das wird ja dann bewiesen. Bin ich schon wieder ausgeschlossen, oder wie? Egal, Na, wenn sich jemand einbildet, dass keiner kommt. Nein, du giltst dir nicht. Es gilt nur fremde Leute nur. Aber Floris ist ja auch nicht fremd, oder? Ja, eben. Eh nicht. Wir sind irgendwie. Letun. Kylemore. Frederick. Sind ja eigentlich alles fremde Leute. Tidus. Der Frederick, der ist aus Dänemark und ich konnte ein paar Wörter sagen, bevor er dann wieder abgehauen ist. Die weinen schon. Ah nein, wie heißt der Experten-Streamer von Kazooie? Hä? Shadow Worm.
Shadow Ball, ja genau. Tja. Das Pokémon wird mir dann unparteiisch sagen, ob er da war oder nicht. Was? Unparteiisch? Okay. Du musst dann sagen, ob jemand da war oder nicht. Im nächsten Stream am Montag. Ach so. Stream am Montag. Unparteiisch. Ich mag keine Parteien. Ja, eh nicht. Ich meine, ich mag keine Politik. Politik ist auch etwas... Dass wir hassen und drüber ständig reden. Ja. Und trotzdem, keine Ahnung. Jetzt gehen wir halt wieder zum Mumbo. Ja, ich wollte nur schauen, ob da, weil da ist ja auch Wasser, vielleicht ist da auch irgendwas drinnen. Glaube ich jetzt nicht. Ah, es sind Eier drin. Ob wer da war? Ja, eben. Ob genau. Wer da war? Ja. Das wird dir dann. Schau, dass du nicht stirbst, damit du alle Noten kriegst. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich als Robbe gar nicht sterben kann. Echt? Und nicht, dass du dann angewöhnt bist, echt, dass nicht. Du ins Streamer schaltest. Ich habe jetzt keine Stimme mehr. Naja, hier steht der Bär. Hat eine Stimme. Ja, das ist aber auch ein guter Grund, warum 3 Stunden Stream fast schon ein bisschen zu viel ist. Ja. Weil dann geht irgendwann die Stimme drauf. Ja. Tja. Wie gesagt, es gilt nicht, wenn irgendjemand klug, nein. Zur Strafe lese ich jetzt den Comment nicht. Hä? Dann lese ich ihn. Nein, Spaß. Okay. Wie gesagt, es gilt nicht, wenn irgendwer klug, ... über ein Spiel oder nur Hi sagt. Ja, wenn Floris einfach nur It's my Mario sagt und dann wieder abhaut, zählt das also nicht? Das gilt nicht. Nein. Ich würde sagen, wir legen fest, es müssen 5 Chatnachrichten mindestens sein. Okay. Ja, und jemand schafft 4. Das ist der Deal. 4 ist nichts. Es müssen ein vergleichbarer Chatfluss entstehen, wie wer nicht da wäre. Ja, ich. Okay, also so circa... Wir haben einen Chatfluss. Ich mache auch einen Chatfluss. So pro Minute 1-2 Nachrichten. Pro Minute 2 Nachrichten. Das wäre ja. 360 Nachrichten? Ja, genau. Genau so viele und nicht weniger. Nein. 2 Stunden Stream. Okay. Ich mag die Musik. Was muss ich jetzt? Ah ja, das einschalten. 240 Nachrichten, meine ich. Was? Ich muss nein, zweimal. Circa 350 Nachrichten. Wow. Ja, die werden alle durch mich verursacht. Ich finde, man hört irgendwie die Musik. Ich mag diesen Sound, die ist so. Aber müssen wir so viel streamen, weil wir könnten ja auch andere Projekte machen. Das wäre abwechslungsreicher, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns alle unser eigenes Ding machen und beim Stream vereinen wir uns. Ich wollte eine Webseite machen, aber die Idee ist schon... An mich weitergegeben. Ja, genau. Oder soll ich etwa jetzt die Thumbnails machen? Ja! Ja! Ja, ja. Aber... Das hat der Onkel eh nie auf die Reihe gebracht. Und aus dem. Ja, okay, ich könnte es machen. Ich bin ja eh ständig auf die Windart. Ich mache jetzt mal über die Nerven. Ja, wenn das geht, ich glaube, du musst die Mütze irgendwie kaputt machen. Das war jetzt nicht die Mütze. Ach, das ist so nervig. Aber da muss ich irgendwie ans Account rein. Oder? Ja, so. Ich muss. Da müssen wir uns noch ein kollektives Passwort überlegen. Ja. Apropos Kollektiv. Der kollektive Zunehm-Thread. Der war ein voller Erfolg. Ja. Echt kollektiv und richtig toll. Kann ich einfach nur sagen. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ihr wollt mit dem Streamen aufhören? Unfollow. Also ja. Da hat sich jemand verhört. Ich habe mich wohl verhört. ich weiß nicht, also ich will schon streamen. Ja, schon, aber... Keine Ahnung, was aber was ich gemeint habe, dass wir nicht... immer so viel. Weil ich denke irgendwie so... Ich finde... What time is it? Adventure time. Nein, es ist 22.10 Uhr. Ich finde ja, 4 Stunden pro Woche sind ein ganz ordentliches Maß. 5 Stunden ab und zu... Ja, okay, 5 Stunden... Bei besonderen Gelegenheiten... Okay, 5 Stunden können wir wahrscheinlich schon behalten, würde ich sagen. Will man das nochmal eingeschaltet? Ich denke, 5 Stunden sollte sich schon ausgehen. Ja, 6... ich weiß nicht. Weil... Oder wir könnten es ja auch vielleicht so machen, dass wir normalerweise 2 Stunden pro Stream
Und dann bei solchen Special-Streams wie der Valentinstag oder Weihnachtsstream oder Halloween-Stream, ja, da machen wir dann um eine Stunde länger. So wie Raw, gell? Ja. Jeder Tag ist ein spezieller Tag. Naja. Okay. Nicht unbedingt. Und die Nachricht davor ist auch ausschlaggebend. Was? Und was heißt da viel? 2 Stunden ist nix im Vergleich zu einem. So ein normales Willkommen. Dominik, wir haben auch ein Privatleben. Aber man kann uns ja jetzt nicht so gut vergleichen mit anderen Streamen. Ja, geht's da rein, oder? Ja, mach den Federstoß. Das ist ein Schluss. Sorry, ich werde angerufen. Er wird angerufen. Ich werde ihn angerufen. Jetzt können wir abhorchen. Nein, Spaß. Ja, weißt du nicht mehr, wie das geht, der Federstoß? So? Das? Ach so, der warte. Federstoß! Ja, das. Okay, es geht nicht so weit. Naja. Und Dominik schreibt noch, also bin ich hier doch falsch. Naja. Nein, du bist hier goldrichtig. Also für uns bist du natürlich... Warte, du bist hier unser größter Schatz. Weil du bist hier richtig, weil du musst mir zeigen, wie ich das aufkriege. Weil wir freuen uns ja über jeden Zuseher. Aber wenn es dir zu wenig ist oder du halt irgendwelche Mängel hast, die es für dich kaputt machen, dann kann ich nichts dagegen tun. Auch wenn ich es versuche, auch wenn wir Veränderungen versuchen zu machen, wir wollen es so schön wie möglich machen, den Stream. Aber wenn wir es für dich nicht retten können, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, bis jetzt ist es ja noch ganz schön toll. Ich meine, wir spielen ja Banjo, wir spielen Lots, wir spielen alles Mögliche. Ich denke, bis jetzt ist ja alles im grünen Bereich. Was ist denn? Ich werde nicht abgeholt. Echt nicht? Tja, aber der Bus ist... Ich finde Busfahren viel cooler. Ich bin ein Busfan. Und Straßenbahn und U-Bahn und S-Bahn und Fressbahn. Oh Dominik, ich muss kurz vorlesen. Ja, wenn es nicht wollt, braucht es nur sagen. Und ich suche mir einen neuen Streamer. Geh, Dominik. Komm, das ist... Warte. Das ist jetzt kindisch. Ja. Sorry, ich bin manchmal auch offensiv und kann und muss leider zustimmen. Wie schalte ich das wieder ein? Hast du doch nicht. Habe ich? Nicht ich mit dem blauen einwerfen. Ich habe eigentlich gerade draufgeworfen. Achso. Entweder es ist was passiert oder nicht. Dominik, die dir schreibt noch. Sie müssen sich das mal vorstellen, Streamer, dass ich dann eine fremde Person mit Streamer anrede und sie nicht mehr. Oh oh. Du hast den Ruf verloren. Ich wollte ja dann mal mit Streamer angeredet werden. Was ist die nächste Nachricht? Okay, das kann ich jetzt auf keinen Fall zulassen. Was ist die nächste Nachricht? Und Pokémon gibt's ja auch 720 andere. Ja, aber Ongarn gibt's. Was? Was? Es gibt nur einen Ongarn. Also ich fühle mich jetzt verletzt. Ich nicht. Ring! Jetzt naja, du Ring. Bist kein Streamer mehr. Ah, jetzt hat's geklappt. Ja, findet den Stern und es geht natürlich mit Zeit. Ah, okay. Schnell, steig auf Persoja. Naja, du bist kein Streamer mehr und ich bin... Nur noch eins von 720 Pokémon. Naja. Also fühle mich jetzt schon irgendwie angegriffen oder so. Wenn mir Ongarn regelmäßige Streams anbietet... Ja. Anbieten kann... Moment, was meinst du mit Ist Regen? Der denn neue Streamer für mich? Wow, okay, ja. das will ich erreichen. Eigentlich. Also ich verstehe dein Fandom nicht. Mein Fandom? Ja, das ist ein großes Fandom. Ja, ich verstehe auch. Was, ich bin gerade durch den Stern, oder muss ich... Doppelseitig. Was? Oder zurück? Ja, wahrscheinlich mit dem Dash. Greg? Scherz hat Green gemacht, mach's nochmal, du musst ein paar Mal durchgehen. Vielleicht auch mit Turbo, versuch's mit Turbo. Nichts mehr mit Turbo, da hab ich mich halt voll angehört. Ja, du halt nicht. Schau, geht. Jetzt kannst du da rein. Wie komme ich da rein, bitte? Keine Ahnung, wo das ist, aber ja. Du musst jetzt hinrushen. Da musst du jetzt hin. Ach, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Okay, das ist irgendwo da im Baum. Ich mache mal eine große Runde. Was, im Baum? Ja, das war ja im Baum, oder? Aha, echt? Okay. Das hat so ausgesehen. Ja, stimmt. Kann ich sagen. Oder? Es war alles so grün. Ich hätte mir gedacht, das ist im Baum. Okay. Aber vielleicht... Täuscht du dich auch. Ich weiß nicht. Im Blumentopf. Warte, ja, bitte. Unten in dem Blumentopf, genau. Ja. Blumentopf. Kann man es bei einem Baum noch Blumentopf nennen? Ich würde mal... Aber Dominik, Didi, was meinst du mit regelmäßig? Was für dich ein regelmäßiges... Ja, es ist sicher da drin. Ja, regelmäßig ist auch relativ...
Ist auch relativ, relativ. Ja, schau das einfach. Lande! Oh! Bin jetzt reingeflogen und yep. Aufgeklettert.